Stimmt, hier kommt man raus. Heilen dann gleich sofort. Komm hoch, hoch. Passiert noch nichts. Nein. Lenny heilen. Ja gut, dann warten wir, bis der hier hochkommt. Oh, das ist der Riese? Ja, genau, das ist der Riese. Boah, ich glaube, der wird uns gar nicht finden, ey. Wie sollen die uns finden? Ja, der müsste selber erstmal nach runter jumpen, ne? Ja, davon gehst du eigentlich nicht aus, dass jetzt unbedingt hier einer steht, ne? Also ich denke mal, der wird sowieso hauptsächlich da warten, wo diese Pendel sind, weißt du? Ich glaube, das war sogar... Sei mir greift den Riesen jetzt an, dann weiß er, wo wir sind. Genau, dann weiß er, wo wir sind. Ich meine, das wäre ja nicht verkehrt, wenn jetzt einer einen Riesen angreift und einer wartet hier, weil der weiß ja nicht, dass wir zu zweit sind. Und wenn er nicht so drauf achtet, könnte man den direkt schön backstemmen. Und das fällt aber auf, du siehst ja, wenn du da stehst. Warte, ich kletter kurz mal runter und wieder hoch, mal gucken. Was ich so sehe. Stell ich nochmal dahin, wo ich gerade stand. Okay, wenn er sich da nicht rumdreht, ich hätte dich nicht gesehen. Aber du leuchtest auch nicht unbedingt. Bitte? Oh, irgendwas ist kaputt gegangen. Ja, entweder am besten, stell du dich am besten mal hier so hin und ich stelle mich dahin, wo du stehst. Wenn er hier hochkommt, dann sieht er dich und will dich vielleicht auch direkt angreifen und ich könnte vielleicht dann backstabben. Aber das nicht zu nah, sonst traut er sich natürlich nicht. Ja, ich weiß nicht, wie weit ich hier gehen kann, ohne dass das Vieh angreift. Ja, nur so, dass er sich sicher fühlen kann, dass er hochklettern kann. Aber ich glaube, das ist der eine Typ, der eben bei dem einen auch reinkam. Das würde mich wundern, wenn der uns suchen würde und dann... Eigentlich müsste es ja echt erstmal grinden wie blöde, um manchmal aus diesen Dingern rauszukommen. Irgendwie, weiß ich nicht, 10 Level Vorsprung hast du da, 15, ey. Dann könnte ich auch das Zweihand tragen, also ich investiere jetzt in Stärke. Hm. Ja, im Prinzip wäre das ja eine gute Möglichkeit, wenn du rufst mich bei dir rein, wir killen hier die ersten Viecher und so, dann mache ich mich kaputt, beziehungsweise der gejoint hat, und dann umgedreht, weißt du, und dann fisch ich wieder ins Lagerfeuer, also können wir direkt doppelt irgendwie was machen. Aber ich sag, ja. Der Typ wird nicht vermuten, dass wir hier sind. Das vermutet er nicht. Und wenn, guckt er bestimmt, was ich hier will. Das ist bestimmt der Typ mit den Giftfallen, der da oben an diesem einen, an der einen Stelle steht. So ein Pisser ist das. Ach, so einen würde ich ja echt gerne in den Arsch versohlen, ne? Aber ich bin einfach für PvP, bin ich zu unerfahren dann einfach. Habe ich nicht die Ruhe weg. Ja, ja, jetzt können wir halt wirklich nur warten, ob er vielleicht wirklich hier hinkommt, oder? Du kreist das Vieh an. Und dann hoffen wir, dass der Vieh hier vorbeikommt. Aber wenn das ja, halt... Wie lange braucht man denn für das Vieh hier? Der ist jetzt nicht stark, also... Der haut gut rein, also darf sich natürlich nicht treffen lassen, aber der ist jetzt kein Boss oder so. Aber wenn ja, ich mache halt auch nicht viel Schaden, ne? Jo. Deswegen, ich arbeite gerade auf das 2 dazu, aber fürs 2 ja, mir, aber, ich weiß nicht, noch 7 Level. Ich meine, der Schaden ist vielleicht sogar besser, wenn der Kampf ein bisschen länger dauert, weil sonst könnte ich mir vorstellen, sonst sieht er nur, dass du da bist angegriffen hast und dann steht er einfach unten und wartet. Ja, mir egal, soll ich ihn jetzt angreifen alleine oder was? Ja, wie du willst, oder ich greife ihn an. Dann ist es nicht so schlimm, falls ich scheiter. Dann mach nichts, oh, das kommt. Ich hab grad was gesehen durch die Wand, oder? Nee, geht ja gerade. Der kommt.
Ja, der kommt die Leiter hoch. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ist tot, ist tot. Jo, sauber. Sag ich ja, der hat dich gesehen, der wollte direkt los. Und der hatte so, hat auch schon keine Life mehr gehabt, der irgendwas hat ihn getroffen. Ja, super.